Servus zusammen und herzlich willkommen zu meiner persönlichen Diabetes-Story. Vorneweg zwei Punkte. Erstens, ich cutte das Video ziemlich oft, weil bestimmt mir noch ein paar Sachen immer wieder einfallen, die ich dann aber chronologisch in der richtigen Reihenfolge haben möchte, damit sich das einigermaßen flüssig anhört. Heißt, wenn es da ein paar Cuts gibt, die vielleicht ein bisschen abgehackter sind, denkt euch nichts dabei. Das zweite ist, das Video könnte etwas länger werden. Das heißt, ich überlege danach, ob ich es dann in zwei Teile aufteile. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan, wie lange ich euch jetzt von meiner persönlichen Diabetes-Story erzähle. Nach dem Intro mehr. Viel Spaß. Ja, wie bin ich überhaupt draufgekommen? Zwecks dem Interview mit der Laura. Die habe ich gefragt und die hat mehr oder weniger ihre Story auch erzählt gehabt. Und da ist mir so aufgefallen, okay, ich habe schon echt viel vergessen, obwohl es bei mir jetzt ja gerade mal ja, 4,5 Jahre ungefähr her ist. Und ich will es einmal für euch aufnehmen, damit ihr wisst, wie das eigentlich bei mir abgelaufen ist, aber auch für mich, dass ich mir jetzt zum Beispiel in 15 Jahren das mal angucken kann und dann, ah ja, stimmt und so war das und genau, ich fange mal von vorne an. Es war Juli 2017. 2017, ich war 29 Jahre alt. Ich habe, glaube ich, öfter mal gesagt, dass ich 27 Jahre alt war. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich wegen der Zahl 2017 vertauscht. 29 Jahre war ich alt, es war Juli 2017 und ich habe einen Hörsturz bekommen. Es war ein schöner Sommer, wir hatten da viel auch gemacht. Ich war oft Party machen und habe noch, bevor ich auf die 30 zugegangen bin, mein Partyleben genossen. Wir waren im Englischen Garten, wir haben Bierpong gespielt, Bierpong-Meisterschaften haben wir ausgetragen. Es war echt eine coole Erinnerung, vor allem weil auch alles so, ich musste mich um nichts kümmern, musste jetzt nicht irgendwie mein Diabetes managen. Es war ein cooler, ausgelassener Sommer. Also im Juli 2017 dann eben der Hörsturz. Und für diejenigen, die es nicht wissen, der Hörsturz ist, also es hört dann nicht mehr auf zu piepsen und es ist etwas lauter. Was mir da zum Beispiel damals geholfen hat, war Kopfhörer auf und Musik hören, weil das hat dann, ich habe das auch im Internet nachgelesen, das sind dann so kleine Nervenfäden oder so, ich weiß es nicht. Ich habe mir das immer wie so eine Wiese vorgestellt, die dann so angeschlagen hat. Wenn ich Musik gemacht anhatte, dann hat es immer so schön das übertönt, dann war der Piepton weg. Aber ansonsten auch beim Schlafengehen, das waren echt keine schönen Tage. Da konnte ich echt schlecht schlafen damals. Und ich habe eine Cortisonbehandlung bekommen. Also diejenigen, die es nicht auch nicht wissen, man geht da morgens hin, meistens so vor der Arbeit, bekommt dann eine halbe Stunde das Cortison per Infusion in den Körper gesetzt. Das war bei mir Montag, Dienstag, Mittwoch morgens. Und theoretisch kann man danach arbeiten gehen. Jetzt muss ich dazu sagen, was auch ein bisschen doof war, da weiß ich jetzt nicht, meine Angaben sind ohne Gewähr, ob das hundertprozentig stimmt, aber ich habe das so in Erinnerung. Meine damalige Chefin hatte zum ungefähr ähnlichen Zeitpunkt auch einen Hörsturz und die war morgens bei der Cortisonbehandlung und ist danach direkt in die Arbeit. Ich denke noch, sie hat mir so damals das erzählt, das habe ich auch relativ bewusst in meinem Kopf, ich weiß aber nicht mehr, ob das stimmt, deswegen das mal mit Vorsicht genießen. Kommt auf jeden Fall für einen späteren relevanten Punkt, dann ist es wichtig. Und genau, und ich habe dieses Cortison bekommen und ich nehme es mal vorne weg, ich war die komplette Woche krankgeschrieben. Bin nach Hause gefahren, ich hatte übelst die Trägheit, also ich hatte so eine übelste Trägheit, sowas könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich bin nur noch auf die Couch, habe mich hingelegt, ich habe es den ganzen Tag nicht geschafft zu essen. Ich habe erst am Abend, habe ich es dann irgendwie geschafft, noch irgendwas mir reinzuballern. Davor bin ich nur von der Couch hochgekommen, wenn ich so dringend aufs Klo musste. Übertrieben gesagt, wenn schon so der erste Tropfen rausgekommen ist. Erst dann habe ich es geschafft, aufzustehen. Ich war so hart träge, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das war dann Dienstag und Mittwoch so. Dann kam hinzu, dass ich dann auch noch krank geworden bin. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Virus war oder Bakterien. Ich erzähle euch da gleich noch was weiter. Vielleicht könnt ihr euch das dann selber erklären. Ist ja eigentlich auch egal, was es war. Jedenfalls war es so, dass ich dann krank geworden bin und dann ging es mir auch relativ lange schlecht. Und ich dachte halt, ja okay, es liegt an der Krankheit. Also mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Und meine Schwester ist medizinische Fachangestellte. Und die hat dann irgendwann gesagt, ich soll auf so einen Urinstreifen pinkeln. Da ging es darum,
festzustellen, ob eben diese Bakterien oder Viren noch in meinem Körper sind. Ich weiß nicht mehr, was es von beiden war. Ich weiß nicht, was man damit feststellen kann, ehrlich gesagt. Und das habe ich gemacht und gleichzeitig auf diesem Urinstreifen war allerdings so ein Zuckerwert. Also das heißt, wenn dieses Ding braun anschlägt, erhöht der Zucker. Und das sollte eigentlich erst nach 2 Minuten, glaube ich, anschlagen. Aber ich hatte drauf gepinkelt und das Ding war instant dunkelbraun. Also es war schon fast schwarz. Ja, dann habe ich das meiner Schwester gezeigt. Die hat dann gesagt, ja, jetzt könnte es losgehen mit Diabetes so ungefähr. Und komm doch morgen mal in meine Praxis. Da wurde ich dann morgens getestet. Also da habe ich dieses klassische Blutigmessen mit Spitze. Hey, das ist auch nur eine Hausarztpraxis, die alles hat. Die hatten da jetzt nicht viel Diabetes-Equipment, aber sie hatten halt das Nötigste. Und ja, da war es halt eben so, dass dann Werte von, ich glaube, 470 hatte ich. Ich schaue jetzt nur mal kurz nebenbei mit in meinen Surface, weil ich muss immer wieder gucken, ob ich die Punkte auch nicht vergessen habe. Und genau, ah ja, das ist auch noch ein guter Punkt gewesen. Ich habe mir vor diese Woche, als ich krank war und diesen Hörsturz hatte, also nachdem diese Trägheit vorbei war, war ich ja krank, aber ich konnte zumindest wieder einkaufen gehen und sowas. Ich habe es wieder geschafft, von der Couch hochzukommen. Und ich habe mir das erste Mal, das ist wirklich kein Scheiß, ich habe mir sowas noch nie gekauft gehabt, aber die 1-2 Wochen vorher habe ich mir auch noch, das kommt auch noch hinzu, das erste Mal in meinem Leben einen Kasten gekauft. 50%, also 50-50, ein Teil Karamalz und den anderen Teil Paulaner Spezi. Heißt, ich habe mir da auch noch Zucker reingeballert. Und ich habe wirklich noch nie vorher mir so einen Kasten gekauft. Ich habe mir immer wieder mal so, keine Ahnung, alle halbe Jahr mal so ein Spezi, 1-2 Flaschen nach Hause gebracht oder sowas. Aber da hatte ich dann so eine Phase von nostalgisch. Ich habe damals immer Karamalz getrunken, ich wollte es mal wieder trinken. Hatte ich dann auch da. Und das hat dann natürlich auch dazu beigetragen, dass meine Werte so hoch waren und dass ich mich halt eben so schlecht gefühlt habe. Nach der Feststellung beim Hausarzt mit den 470, mit der Blutzuckerwerte von 470, haben sie mich zum Diabetologen geschickt. Ich war da beim Diabetologen mitten in der Innenstadt Münchens, der relativ toll sein sollte. Und ich fand den auch relativ gut. Ich hatte da, wie ich es ja schon öfter hatte, mit der Diabetesberatung eher Probleme. Dazu auch später mehr. Ich bin da hingekommen und vielleicht sollte ich vorher mal so meine Gefühlslage sagen. Es klingt dumm, aber ich war aufgeregt. Also ich hatte nicht Angst oder so. Ich habe noch nicht so wirklich gecheckt, was auf mich zugekommen ist, sondern es ging alles viel zu schnell, sodass ich das eher wie so ein, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wie so ein cooler Abschnitt jetzt gerade, so coole Events, die ich mache. Boah, ich gehe da jetzt zu einem Diabetologen und wie ist es da und wie schaut es da eigentlich aus, was macht der und was und kommt da wirklich jetzt so Spritzen auf mich zu oder kriege ich sogar so eine Pumpe, muss ich Tabletten nehmen? Wie läuft das alles? Also es war eher so ein aufgeregt, so doof das klingt. Ja, ich bin dann da reingegangen. Ich habe mich dann vorgestellt, ich sollte auch direkt auf dem Urinstreifen pinkeln. Da hat man dann eben diese Ketone festgestellt. Die waren Gott sei Dank nicht erhöht. Beziehungsweise das war vielleicht auch erst. Also ich weiß gar nicht. Ich weiß noch, dass sie nicht erhöht waren. Aber ob ich das dann alles in dem Moment schon realisiert habe, ob ich da wirklich zwecks den Ketonen auf diese Urinstreifen pinkel, das weiß ich nicht mehr. Also alles Mögliche an Tests gemacht. Ich hatte ein HbA1c von 14,7 oder 14,3. Ich weiß es nicht mehr genau, es war einer von beiden. Ich glaube 14,7 war es. Und ich bin dann reingegangen zum Arzt, eben zu dem Diabetologen in das Zimmer. Und der hat mir dann in so einer ganz trockenen Stimme, nachdem die ganzen Tests gemacht wurden, ja, nee, ich sollte vorher noch was anderes erzählen. Ich bin hingefahren, mir wurde Blut abgenommen, alles mögliche. Also ich wurde da auch nochmal blutig gemessen, mir wurde richtig Blut abgenommen, um eben auch alles festzustellen. Mir wurde Blut für die Antikörper abgenommen. Ich musste da morgens hin und bin dann, glaube ich, 4 Stunden später musste ich wieder hin. Wenn mir nicht alles täuscht, habe ich die Zeit in der Stadt auch überbrückt und habe da ein bisschen was gemacht. Als ich dann zurück war, bin ich in das Zimmer vom Arzt reingerufen worden und der hat mir dann in so einer gemäßigten Stimme und relativ ruhig und so, als würde er mir jetzt was richtig krass Schlimmes sagen, also im Prinzip hat er mir ja auch was Schlimmes gesagt, hat er gemeint, ja,
also Sie haben Diabetes und da müssen Sie sich jetzt drauf einstellen. Und ich war halt so da gesessen und dachte mir so, ja, okay. Also genau so was. Ich habe halt wirklich überhaupt noch nicht realisiert, was auf mich zukam. Das kam erst auch wirklich Wochen, Monate später. Und ich saß halt so da, ja, gut. Also ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon auch realisiert, dass es eine etwas schlimmere Krankheit ist. Ich habe mich aber davor noch nie so wirklich mit Diabetes auseinandergesetzt und kannte natürlich noch nicht so wirklich den Ablauf und wie alles funktioniert. Aber ich bin dem Ganzen auch anders gegenübergetreten. Also ich bin jetzt nicht so gegenübergetreten, dass ich gesagt habe, oh Gott, nein, jetzt ist mein Leben vorbei, so ungefähr. Sondern es war so eine Aufbruchstimmung. Ich dachte mir so, ich packe das jetzt an und ich kriege das hin. Ich habe alles in meinem Leben hinbekommen und ich kriege es hin. Und so jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, kann ich auch sagen, ja, ich habe es hinbekommen, aber es waren schon auch, also es sind jetzt 4,5 Jahre seitdem. Da war viel Scheiß auf gut Deutsch dabei, es waren schwere Zeiten dabei, aber ich habe alles hinbekommen. Ja, vielleicht mal so eine Frage, die ich auch immer ganz gerne in meinen Interviews stelle. Wie war es denn so für meine Familien und Angehörigen? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt damals auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich kann mich vage erinnern, dass sie so, es war so typisch bayerisch, so, Mei, hast jetzt Diabetes, gell? Mei, dann musst du jetzt auch spritzen, oder? Mei, schon schlimm. Und dann war es irgendwie schon wieder vorbei, so ungefähr. Ich gucke jetzt mal wieder ganz kurz, ob alles passt. Und ja, meine Freunde halt auch so, oh, also es war eher immer so ein, also so auf das Spritzen und sowas hätte ich auch gar keinen Bock und so. Aber die haben dann auch schon, also man hat schon auch denen angemerkt, so, oh fuck, Alter, der hat jetzt halt echt Diabetes und muss halt da jetzt halt so auf alles mit der Ernährung und dem und bla achten. Also man, es war nie so ein, ich habe nie so, oh mein Gott, oh je, sondern schon eher alles immer positiv. Und da bin ich aber auch froh drum, weil ich bin schon auch eher so der Typ. Also wie gesagt, auch meine Stimmung, als ich das gerade so erfahren habe, so diese Aufbruchstimmung, sowas will ich. Also ich habe gar keinen Bock gehabt. Also ich hätte es schlimm gefunden, wenn die Leute zu mir gekommen wären und halt wirklich so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Und oh Gott, du tust mir so leid und bla. Nee, hört auf mit dem Scheiß, da bin ich echt nicht der Typ dafür. Wie ging es weiter? Ich bin dann bei diesem Diabetologen erstmal geblieben, bin zur Ernährungsberatung gekommen. Also ich bin auch gleich direkt an dem Tag noch in so eine Notfallernährungsberatung. Also die hat mich dann noch eine halbe Stunde hinten eingeschoben, obwohl die wahrscheinlich schon Feierabend hatte und war wahrscheinlich genervt von mir. Nee. War eine ganz nette, die hat mir dann so eine Mini-Einführung gegeben, was ich da jetzt machen muss, hat mir Spritzen bestellt. Ich glaube, ich hatte da noch keine. Also an dem Tag, ich musste dann am nächsten Tag wieder hin. Nee, halt, das war, ich glaube, das war ein Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Ich musste dann am Montag wieder hin. So ungefähr war das. Also irgendwie so in dem Zeitraum muss das gewesen sein. Jedenfalls hat sie mir dann noch so ein paar Tipps mitgegeben, hat gesagt, ich soll weniger Kohlenhydrate geben, hat jetzt mir noch keine Spritzen oder sowas gegeben, hat mich zur Apotheke geschickt mit dem Blutigmessgerät, damit ich das immer so abchecken kann, hat gesagt, ich soll nicht zu hoch sein. Also das war so ein kurzer Crashkurs bis Montag und hat dann gemeint, am Montag geht's richtig los. Schade war, dass ich mich mit der echt gut identifizieren konnte. Die war eigentlich relativ cool, hat aber an dem Tag aufgehört. Und das war richtig bitter. Also die hat einfach an dem Tag aufgehört und am Montag hatte ich dann einen neuen Ernährungsberater. Und es ging los, dass es relativ theoretisch wurde. Also mir wurde erst, also ich war eine Stunde in der Ernährungsberatung und mir wurden 50 Minuten erklärt, was Diabetes überhaupt ist, wie das läuft, wie die Beta-Zellen angegriffen wurden etc. Zur Ernährung, dass ich, wie ich die Kohlenhydrate zu beachten habe, gar nichts. In den letzten 10 Minuten hat er den Diabetologen dazu geholt, hat mir eine Spritze geschrieben, hat mir gezeigt, wie das alles geht mit dem Spritzen und hat gesagt, vor jeder, also ich weiß noch, wie der Arzt in dem Zimmer mit drin war und er ihn gefragt hat, wir machen das mit den 4 Einheiten vor jedem Essen, oder? Und dann hat der Arzt noch gesagt, ja, 4 Einheiten vor jedem Essen. Und dann habe ich gefragt, also ich hatte ja keine Ahnung, ich habe dann so gesagt, also ich spritze vor jedem Essen 4 Einheiten. Wenn ich jetzt hat Frühstücke 4 Einheiten, Mittagessen 4 Einheiten, Abendessen 4 Einheiten, hat er gesagt, ja, und das passt auch so. Ich bin nach dem Gespräch natürlich nach Hause gefahren, habe das gemacht mit den 4 Einheiten.
habe ich mittags Nudeln gegessen, hat es funktioniert, habe ich nicht so viele Kohlenhydrate gegessen, bam, unter Zucker. Musste ich mich mit Traubenzucker wieder rausholen. Ich verstehe diese Behandlungsmethode bis heute nicht. Ich muss das mal weiter rüberstellen, weil das blendet mich dauernd. Also ich verstehe diese Beratung bis heute nicht. Ich verstehe diese Therapie bis heute nicht, weil sie müssen mir ja eigentlich so ein bisschen das beibringen, wie das funktioniert. Weil ich kann ja nicht einfach sagen, er soll 4 Einheiten spritzen. Sie haben ja nicht mal gesagt, spritz 4 Einheiten, wenn du irgendwie kohlenhydratehaltiges Essen isst oder so, sondern nee, einfach vor jeder Mahlzeit 4 Einheiten. Also hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, dann bin ich am nächsten Termin hin, habe halt das auch so gesagt. Und dann haben sie es reduziert auf 2 Einheiten. Ich soll nur noch 2 Einheiten vor jeder Mahlzeit essen. Also wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, was war das? Das ergibt einfach null Sinn. Was ist, also wird denen das in irgendeiner Schulung beigebracht, dass sie das so machen sollen, dass das eine tolle neue Behandlungsmethode war? Also ergibt für mich null Sinn. Also wirklich habe ich bis heute kein Verständnis dafür. Jedenfalls hat er mir dann auch wiederum 50 Minuten erklärt, was Diabetes eigentlich ist, und immer so ein theoretischer Part, hat mir nichts zu Kohlenhydraten erklärt. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen und so ging das über mehrere Wochen. Irgendwann habe ich dann schon so gesagt, dass ich jetzt langsam keinen Bock mehr habe, weil ich bin halt ein praktischer Typ, ich will wissen, was ich machen will. Das, was Diabetes ist und wie das genau im Körper funktioniert, warum ich das bekommen habe, wie das abläuft, was der Unterschied zwischen Typ 1 und 2 ist, kann ich mir alles auch ein Jahr später noch erarbeiten und überlegen, aber es geht mir erstmal ums Praktische, und das Praktische wäre meiner Meinung nach gewesen, mir zu erklären, wie ich die Kohlenhydrate berechne, wie ich die Faktoren einteile und dass ich so Ketone-Stäbchen bekomme, dass wenn es mal wieder zu hoch ist, dass ich da halt nachprüfe, ob da alles in Ordnung ist. Nee, nichts. Ich wurde dann halt jedes Mal getestet und dann so langsam, ich wurde nicht jedes Mal getestet, ich wurde halt jedes Mal wieder über dieses Diabetes belehrt. Dieses Diabetes. Und es ging über mehrere Wochen so. Aber irgendwie so immer ein Teil weiter wurde es dann besser und ich habe den HbA1c, weil ich halt auch selbst für mich das erarbeitet habe. Genau, ich bin dann irgendwann gar nicht mehr hingegangen zum Diabetologen, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich mir dachte, ich mache das jetzt im Internet. Bin auf Social Media Kanäle, YouTube, habe im Internet nachgeschaut und habe mir das selbst erarbeitet. Also ich war schon immer so der praktische Typ, der sich auch vieles selbst erarbeitet. Und das habe ich auch in dem Fall gemacht. Und das lief relativ gut. Ich bin dann irgendwie nach, keine Ahnung, 3-4 Monaten bin ich mal wieder hingegangen. Und dann, ja nee, das stimmt gar nicht, nach 2 Monaten ungefähr Abstinenz bin ich mal wieder hingegangen, haben sie auch gesagt, dass ich hätte öfter kommen sollen, haben sie mich ein bisschen geschimpft. Aber mein HbA1c ist runter auf, ich glaube, ungefähr 8,0, irgendwie so rum, also da war ich relativ froh. Das war jetzt Teil 1 von dem Video, ich werde doch 3 Teile machen, weil es so extrem lang geworden ist. Und mein nächstes Video poste ich dann die nächsten Tage, bis dahin, tschüss!